Grüß dich, wie ist dein Name? Ja. Isabella aus Hamburg. Ehrlich jetzt? Ja. Hey, warte, komm mal kurz her, wir haben ja jemanden getroffen. Hallo! Hi. Ich glaube, das ist der richtige Einstieg für Evanio und mich. Heute zum neuen Video, Evanio. Auf der Reeperbahn. Endlich krieg ich einen geblockt. Ja, endlich, Mann. Endlich. Da hast du den ganzen Tag gewartet. Wir testen heute Evanios Burger-Empfehlung. Bist du hier viel so in den... Hier sind ja viele Prostituierten auch und so. Bist du viel hier unterwegs? Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht. Aber der Laden ist halt geil. Ich hasse Reeperbahn, wirklich. Ist nicht mein Ding. Ich fahre dreimal im Leben feiern. Aber der Burgerland ist halt geil. Würdest du mit einer Prostituierten rummachen? Sei ehrlich, nur rummachen. Ah, nee? Heftiger Burger. Ich blende mal eben hier ein paar Bilder, glaube ich, jetzt schon mal ein. Ja, ein paar Bilder. Der wirklich von der Optik, das ist ein Kracher, das ist ein Monster. Ja, das sieht super geil aus. Auch käsig, ich liebe so käsig, schön käsig. Oh, das wird geil, ja. Das wird dir gefallen. Wir ziehen uns das rein. Denkt dran auch, der in den Kommentaren, der einen Kommentar schreibt und dieser Burger, der mir empfohlen würde, wenn der meinen besten Burger, den ich bisher getestet habe, top, kriegt er eine Belohnung. Da sind wir, glaube ich, jetzt bei 400, 300. Wir blenden es oben ein. Ich weiß nicht mehr genau. Amazon-Gutschein für den, der meinen besten Burger top. Das ist edel, oder? Genau. Edel. Also kriege ich den jetzt? Nein. Weil diesen Burger hat auch schon jemand von den Zuschauern empfohlen. Und das blende ich mir mal eben ein. Und das gibt für den auch die Belohnung dann. Also haut es in die Kommentare, wir gehen jetzt zum Burger. Let's go. Schadenstift-Friseur, Silbersackstraße Nummer 11. Ja, du hast gesagt, ich teste Burger, ich kann auch Friseur mal testen. Natürlich, warum nicht? Ja, mein Kollege Evanio möchte gerne Frauen testen. Hast du auch Frauen? Frauen habe ich leider. Also Leute, wir sind jetzt hier mitten auf der Reeperbahn übrigens. Ne? Wir sind jetzt natürlich bei Tag. Wir haben jetzt hier normalerweise wirklich, ich weiß nicht, ob hier direkt, aber es stehen überall Prostituierten. Hier ist ein Stripclub, da kann man feiern, hier ist das. Also bei Nacht ist hier ganz Ausnahmezustand. Wenn man hier geht, ich kann euch nur empfehlen, Lauerfaust und so eine Geschichte, nur gucken, nicht anfassen, wirklich. Einfach nur Appetit für zu Hause holen. Das kann man machen, schönen Abend mit Jungs. Appetit. Nicht, weil man eine Freundin hat, ne? Nee. Appetit. Ohne den Appetit. Ohne den Appetit. Wir haben hier nochmal... Evanio, komm mal her. Grüß dich, wie ist dein Name? Ja, Isabella aus Hamburg. Ehrlich jetzt? Ja. Evanio, komm mal kurz her, wir haben ja jemanden getroffen. Hallo. Er hat gerade gesagt, Real Talk, mein Kollege, du bist wunderschön. Ja, danke schön. Ja. Wow, komm mal her. Nein. Das war ein Mann. Hast du gecheckt? Ja, natürlich, aber das ist zu krass. Ja, wieso kommst du denn nicht mit drauf? Ich fass mich am Schwanz. Hast du dir einen Schwanz gefasst? Ja. Der hat auf den Arsch gehauen. Der hat Evanio eben auf den Arsch gehauen, da habe ich nicht drauf gehabt. Willkommen bei Burger Heroes auf der Reeperbahn in Hamburg. Und hier ist der wichtigste Mann hinterm Grill, der Burger Smasher. Smasher. Vorsicht, jedes Stück Hackfleisch, das sich dem Burger Smasher nähert, wird gesmashed. Baby, wie gerne wäre hier ein Stück Hackfleisch. Hackfleisch. Apropos Hackfleisch, hier ist der fleischgewordene Albtraum eines jeden Restaurantbesitzers. Denn sein Urteil ist unvorhersehbar. Hier ist der saftig-knaftige Holle 2614. Also ich habe hier die Jungs aus den Burger Heroes am Start. Wie ist euer Name? Chef Firdaus. Firdaus? Ja, genau. Oh, heftig, Mann. Gut ausgesprochen. Firdaus. Genau, ja, ist gar nicht schlecht, Firdaus. Wie ist dein Name? Armin. Okay, ich hab hier, ich sag euch nur kurz, der gute Mann hier, der ist guck mal so geil, wie du kannst, einfach kurz. Er hat die Empfehlung gegeben, er sagt, dieser Burger, wirklich auch von der Optik, so einen riesen Tower hat der er mir gezeigt. Der Super Hero Burger ist das, der ist mit dreimal Fleisch, drei Patties, ja. Das ist so ein Super Burger. Ja. Der drei Käse besteht aus drei Käsesorten, Grillkäse, Mozzarella und Cheddar. Okay, und wenn ihr sagen müsstet, ne, ihr habt ja bestimmt eine Philosophie dahinter, ich frag das immer irgendwie. Ja. Wenn ich jemand sagen müsste, so, oder ihr müsstet diesen Burger empfehlen, was würdet ihr herausheben, was würdet ihr sagen zu irgendeiner random Person, warum muss man hier Burger essen? Weil wir Preis-Leistung einfach super sind und ich finde, im Vergleich zu anderen Burgerläden sind wir relativ gut günstig dran. Noch, okay. Ne? Halten wir uns in und qualimäßig halt auch heftig bestimmt. Qualitativ alles frisch. Ne? Wir haben ganz frische Patties und dann werden die halt gesmashed. Das ist so unsere Ach, ihr macht Smash-Burger. Richtig, genau. Ah, wir nehmen den drei Käse und den mit mexikanisch. Also wollt ihr auch den Super Hero Burger auch haben? Den auch. Wir testen alles komplett alle durch. Alle vier Burger. Kennst du Smash Burger? Ja, natürlich. Ist ein guter Burger. Ah, ja, du hast mir den empfohlen. We'll be right back.
wenig Licht im Lokal, zu laut direkt vorm Lokal, da muss man ausweichen. Wir sind hier Nebenstraße, die Erdmänner haben uns hier filmen lassen. Sauft euch hier einen rein, wenn ihr seid auf dem Kiez. Aber mit alkoholfreiem Bier. So, jetzt guckt euch das mal an. Das sieht wirklich Smashburger-Style. Ich habe ja gerade einen Smashburger bei Goldis in Berlin gegessen, der sehr gehypt ist. Jetzt wieder Smashburger. Oha. Oh, au. Oh, sieht das gut aus. Das sieht geil aus, ne? Das wird geil. Das ist ein geiles Erlebnis. Oh, zieht euch das rein, Mann. Zieht euch das rein. Jetzt nochmal hier mit ordentlichem Licht. Das sieht wirklich heftig aus. Das war der Drei-Käse-Hof. Drei-Käse-Hof. Das ist der Fat Mexican. Ja. Das ist der Super-Hugh-Burger. Mhm. Und das ist der normale Cheeseburger. Oh. Okay. Also, Digga, es sieht Hammer aus. Ich hab richtig Bock. Danke für die Empfehlung, Mann. Das sieht echt heftig aus. Und gerade dieses Smashburger, das bockt mich an. Es ist, ich hab's im anderen Video gesagt, es gibt so diese neue Bewegung von Burgern. Dick, Medium, zack, zack, zack. Diese ganzen neuen Läden seit Jahren. Und es gibt dieses Oldschool. McDonald's-Style, flache Burger. So im Oldschool-Style. Ich mag das echt mehr. Smashburger ist auch viel saftiger, weil das ganze Saft hier reingepresst zu mir. Ja. Boah. Anfang nach Vergleich. Wir Äpfel und Birnen vergleichen. Deshalb in dieser Liga schauen wir, was deine Empfehlung bringt. Pommes auf den Punkt, Digga, so wie es ist. Boah, das ist käsig, Digga. Wie diese Nachos, ne? Mit dieser Soße. Genau, das schmeckt genau wie diese Nachos mit dieser Soße. Kurze Werbung bringen für Sec Plus, bin gerade aufgestanden, nicht wundern die kleinen Augen. Premium Shaker von Sec Plus, bis zu 24 Stunden die Getränke kühl, Edelstahl, keine heißen Getränke wohlgemerkt, ist ein barbermäßiges Teil, immer einen kühlen Shaker am Start und das Ganze natürlich auf Sec Plus. Und weh, gönnt euch weiter im Video. Komm, lass uns erstmal. Sorry, ist nicht übel, aber Tomaten können wir nachschlägen. Es ist so ein knusprig geiles Fleisch, ja. Mmh. Boah, der ist auch so flach und klein, aber so geil, Mann. Okay. Ja, dann hast du mir auch was übel gesetzt, ne? Ja, das stimmt, schade. Ja, aber ein bisschen noch. Ja. Ich finde, der hat so ein geiles Fleisch. Schmeckt mir schon gefühlt ein bisschen verbrannt, aber ich stehe auf so ein bisschen verbrannten Geschmack. Und deswegen finde ich das ganz, das ist einfach klassisch. Ich glaube, das ist ganz normal Cheeseburger gewesen. Einfach Käse, Gürkchen, Zwiebeln, ich habe Tomate rausgenommen und fertig. Jetzt nicht sehr überkrass, aber das Brot ist auch so richtig schön saftig hier. Och. Was haben wir da alles drauf? Ist schon gut käsig. Guck mal, drei dicke Smash. Du hast dreimal Käse drauf. Und sagen wir das wie ein Bärchen. Ja, ist saftig. Boah, der ist asozial, Mann. Der ist asozial. Alter, hört der Rand, genau was ich gerade gesagt habe, diese Frikadelle, das ist das, Junge. Das ist meine Mama, die am Herd hat. Junge, ist der gut. Der ist schon special. Ich versuche da gerade irgendwas rauszufiltern. Das sind so Burger auf Suft. Oder wenn man einfach, man hat Bock, einfach so richtig eklig sich umzuhauen. Kennt ihr das, man Bock hat auf was richtig, nicht, dass es eklig ist. Ihr versteht dieses positive eklig so. Einfach Käse in deine Fresse, warm, American Style, Fast Food, Patriefen. Zu diesem Burgerkurs. Ihr habt da ein leichte, ich weiß gar nicht, wann mir das aufgefallen ist. Je nachdem kommt es drauf an, wie hart er auch Food Analytiker ist. Da war so eine leichte Pfeffernote. Die hat mir gefallen, da war so ein Special Pfeffer. Aber bei dem Burger, ich sag mal so, da ist, ich könnte wetten, ich möchte niemanden ans Bein pissen. Aber du hast dieses, wie sagt man, Umami oder so. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sagt, das ist, da war so ein Geschmacksexplosion drin, das war für mich ein bisschen unnatürlich. Genau das, was manche wollen, aber ich nehme das einmal so mit. War ein sehr leckerer Burger. Nee, ich finde recht, du hast recht, der ist geil, ne? Aber ein bisschen zu viel. Haut dich um. Ja, es haut dich um, aber geil. Ich bin ganz ehrlich, ne? Der Unterschied, der mir am besten gefallen, weil er einfach so schlicht war, käsig, einfach ein spannender, so ein, da war ja ein Cheeseburger einfach nur, ne? Mhm. Aber geil, aber wirklich ein richtig geiler Smashburger. Was willst du geben? 1 bis 10? Schwierig, ich würde eine 7 geben, 7 von 10. Eine 7? Richtig gut, solide, geil. Also jetzt erstmal zu dem Burger. Ich fand ihn auch nice, wirklich. Kann ich jedem empfehlen, wenn er hier ist, diesen Burger mal zu testen, ist einfach eine geile Sache. Ich gebe eine 7,6 für diesen Burger. Ich fand ihn echt nice. Dieses Smash finde ich schon testenswert. Den finde ich geil. Also muss man getestet haben mal, wenn man das nicht kennt. Fangen wir mit der Bewertung für diesen Burger an. Mhm. Und du sagst gleich deine Bewertung. Ich weiß nicht, ob ich es für dich mit auf den Punkt bringe. Ich finde das, ich würde dem mir so eine 7,2 geben. Ich fand den auch wieder sehr lecker, aber man merkt, es ist mit Standardrezepturen gearbeitet, mit Standardmaterialien. Das könnte die Soße sein, die wirklich auf Taco-Soßen, die du so aus dem Regal greifst, mit da drauf. Heißt ja nicht, dass es nicht gut ist. Es ist gut, es schmeckt gut, aber ist halt Standard. Sagen wir mal so. Das zu dir, würdest du da zustimmen bei der hier? Boah, den fand ich nicht so stark. Den fand ich nicht so stark? Nein, ich würde ihn, ganz ehrlich, den würde ich nicht holen. Wenn ich so eine schöne Auswahl hätte, würde ich den nicht holen. Wenn man es jetzt vergleicht mit dem besten Burger Deutschlands, den ich getestet habe, da ist es einfach von der Kluft, die dazwischen ist. Hinsichtlich Konzept dahinter und auch Fleischkörnung, Qualität, Brötchen, noch ein bisschen individueller. Einfach darum einiges heftiger, muss man sagen. Jeder, der hier vorbeigeht, das ist einfach saftig, ist geil. Kann man vorbeigehen essen, wir sind immer noch, muss man ja bedenken, in der Deutschland, besten Deutschlandwertung. Deshalb nehmt das jetzt nicht. Ja, das ist zu schwer, ja? Digga. Das kannst du mir so krass vergleichen. Mhm. Aber es ist ein guter Burger. Ja, Evanjo. Dann würde ich sagen, küssen wir uns. Und abonniert mir alle den Evanjo. Schönes Abo und dann, Daumen oben, Kommentar. Glocke aktivieren. Und bis zum nächsten Mal.